Hi Leute, was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Euer Mo hier am Start. Ich befinde mich im Moment in Holland, hier im Trainingscamp mit Dennis Cowell, der Besitzer von Super Pro Sport Center. Und wir sind hier zusammen mit Rico Verhoeven, Benjamin Adekpoui und Alim Nabiev am Trainieren und uns gemeinsam auf unsere kommenden Kämpfe am Vorbereiten. Es macht mega viel Spaß. Ich fühle mich super und das Training läuft sehr, sehr gut. Das dazu und jetzt zu dem, worauf ihr wahrscheinlich alle wartet. Ich habe das Statement mir angeschaut, aber von den knapp 16 Minuten interessiert mich nur der kleine Satz, dass der Kampf akzeptiert wird und angenommen worden ist. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an das Steko-Management, dass ihr den Kampf akzeptiert. Ich freue mich riesig auf den Kampf. Ich denke, ihr auch, Leute. Das wird eine richtige Schlacht werden und ich kann es kaum abwarten. Nochmal Dankeschön an das Steko-Management, dass ihr den Kampf akzeptiert habt. Und natürlich auch an euch, Leute, denn ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Ihr habt an mich geglaubt, ihr habt mich immer weiter unterstützt, ihr habt den Kampf immer weiter gefordert und das bedeutet mir wirklich so viel und wir haben es endlich geschafft. Das, was wir haben wollten, haben wir bekommen und jetzt geht's folgendermaßen weiter. Nächste Woche werden wir uns an das Steko-Management natürlich wenden und das Ganze festmachen. Und sobald ich irgendwas Handfestes habe, dass sozusagen der Kampf steht, das Datum etc., werde ich euch natürlich nichts vorenthalten und euch auf dem Laufenden halten. Und jetzt heißt es einfach nur abwarten und ja, gespannt sein und gespannt bleiben, wie es weiterläuft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich war gerade hier mit Rico Verhoeven und Alim Nabiev mit dem Trainer Dennis Crowell auf einer Vorführung, auf einer öffentlichen Vorführung. Und es hat mega Spaß gemacht und jetzt bin ich gerade zurück nach Hause gekommen, mache hier gerade das kleine Statement für euch und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Bleibt gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich bin auf jeden Fall bereit zu kämpfen und freue mich mega. Danke Leute für alles und bis bald, euer Mo. Und natürlich nicht zu vergessen, hier zu guter Letzt, Novibau ist auch immer am Start, Norman Wirbel. Bis bald, Leute. Einen schönen Sonntag noch. Boom, boom.